Danke, jüdische Befreiungsfront. Genau. Ist sie nicht in Konkurrenz mit der jüdischen Befreiungsarmee? Nein, wie hieß das nochmal? Ja. Ja. Genau, hier war der Gag nochmal. Erst den Himmel! Ja, nein! Ich bin nicht der Messias, ihr Idioten! Ah. Ach ja, Religion ist schon witzig. Am Ende stirbt er trotzdem. Aber er hat doch so einen guten Song dann drauf. Er kriegt so einen guten Nein, hat Song. Er nicht. Nein, ist scheiße. Ja. Es soll positiv enden und nicht so scheiße wie da. Du hast nichts und gegehst das nichts. Was verlierst du? Nichts. So. Doch, alles, was du bisher, bis du in der Zwischenzeit angesammelt hast. Pisskopf. So. Da kam irgendwie nichts weiter. So, ach ja, der Typ, der Film mit den fetten Typen, der geplatzt ist. Und den sprechenden Fischen. Mit den alten Opas, die das Schiff, die das, mit den alten Opas, die das Haus da übernehmen, dass er sich dazu ein Schiff wird und so weiter. Nichts vergessen. Die Weiß. Wie war es nochmal? Die Lachsspeise. Oh, war ich nicht mehr gut. Ich sitze hier wegen der Hecke. So. Bam. Bam. Du schmeckst. Ich feige nicht. Ich sehe gerade. Ich denke. Ich denke gerade nach. So. Also, ich bin eigentlich ganz zufrieden bisher mit der Mission. Eigentlich, das Einzige, was mich stört, ist die alte Schwerkraftnummer hier. Das mit diesen, dass man sich hier fortbewegt, als wenn man auf Skiern gehen würde, nicht wahr? Ja, du hast es natürlich nicht eigentlich. Du hast ja keine Füße. Bei dir ist das was anderes. Oh, guck mal, Schnuckels. Yeah, nimm dies, nimm das. Warte, ich helfe dir. Oh, jetzt bin ich dran. Komm her, Schnuckel. Ah. Oh Mann, was? Bäh. Das ist viel zu hoch. Mein Level sieht ein bisschen rot, findest du? Ach, geht doch eigentlich. Aber wie heißt es so schön, wenn du dich in ein Spiel, in dem es ums Leveln geht, mit den stärkeren Gegnern legst, kriegst du auch mehr Erfahrungspunkte als Ray Klein. Oder ist das hier anders? Eigentlich nicht, oder? Ist das wie gerade mitten in die, genau, mein geworfenes Rotfeld reingesprungen? Das, cool. Was sagt der rote Punkt? Ach, dahin, okay. Wir sollten hier noch nicht sein. Nee, weil die Gegner zu stark sind. Und nervig. Und wir wissen ja, Insektengegner in Science-Fiction-Filmen sind doch nur missverstanden. Nicht wahr, Eike? Denke mir auch als Beispiel nur als Starship Troopers. Nicht wahr? Schon der Gedanke allein, dass ein Wagner das einfach denken kann, finde ich gerade schon obszön. Oh, was haben wir denn da? Geld. Ah, und Pilze, die uns einfrieren für eine gewisse Zeit. Ah, ich hasse diese Effekte. Aber zumindest haben wir ein großes, hohes Schild, oder? Was meinst du, Eike? Oh, Munitionsalle. Meine Schotti-Munitionsalle. Na ja, gut genug Geld haben wir, weil Geld. Geld. Achso, ja, Munition. Achso. Wenn ihr euch fragt, warum der schon so viel Geld hat. Das Spiel ist bei ihm wieder kaputt, weil er seinen Grafikkartentreiber aktualisiert hat. Das hat wahrscheinlich und nicht mit sein Safe nicht sein Safe wird nicht gespeichert in den meisten Fällen. Ich tippe einfach mal drauf. Er wird auch gleich seine ganzen Waffen und seine Ausrüstung mir geben müssen. Damit wir die benutzen können. Ich tippe einfach mal darauf, dass es wahrscheinlich mit Windows zusammenhängt, dass es einfach sagt, nein, ich speichere da nicht ab. Oder so. Ja, ja. Ist schon dämlich, wenn man eine ganze Multiplayer-Runde mit jemandem... Ich will mal wissen, wie weit die schon wieder hinter mir hängt. Wenn man dann wieder startet, ist man plötzlich vier Level zurück. Du, ich sehe dich noch. Ja, du bist mit deinem Einrad viel schneller als ich, habe ich das Gefühl. Nein, ich mache einfach nur diesen dämlichen Doppelsprung da und ich spam den einfach durch. Ach, du meinst einfach Doppelsprung. Immer Doppelsprung. Ach, du meinst hier diesen Schub, meinst du? Ja, immer Doppelsprung. Ah, ja, weil zu Fuß auf diesen Schiergeilweg hier. Naja. Dauert eine halbe Ewigkeit. Triton Flats. Dafür, dass es Mond ist, ist da recht viel los, nicht wahr? Oder beziehungsweise viele Umgebungen.
Na, dann machen wir mal weiter hier. Ach, wer schießt denn da auf uns? Ach, ein Geschütz. Eike, sag es. Obwohl, den Insider versteht, glaube ich, keiner, oder? Nein. Ja, ja, damals. Haben wir das auf... haben wir das in Videoform gemacht? Ich weiß schon. Unser erstes Borderland. Steigt mal ins Auto. Welches Auto? Ach, das da Auto. Unten war eine Autostation. Ja, da kannst du bei einem einsteigen. Ja, ich muss das mal... Oh, ich... Ah, jetzt hat mich der Typ hier überfahren. Du Schwein. Weil du ein Idiot bist. Hä, warum wurde ich jetzt wieder direkt zurückgebracht? Ich hätte ihn noch erwischen können, den Kerl. Ich habe immer... Hast du mich jetzt gerade zurückteleportiert? Ja. Ah, okay, ich wusste nicht, dass du das kannst. Ja, gut, ich kann das auch nicht, aber ich behaupte das jetzt einfach mal. Das. Nimm mir das. Oh oh. Eine Schrotflinte ins Gesicht bringt einfach den Frieden für alle. Oh. Achso, wenn ihr euch fragt, wo Dejan die Schrotflinte her hat. Shift Keys. Genau, aber setzt die Shift Codes, Schlüssel am besten mal erst ein, wenn ihr ein gewisses Level habt, weil die Level, die Waffen, die man da bekommt, orientieren sich ja schließlich an den Level, was man selbst hat. Das heißt, verschwendet eure Schlüssel nicht, wenn ihr irgendwie gerade Level, was weiß ich, Level 5 seid oder so. Oder wie ich ein Safe Edit besitzt, mit dem ihr einfach eure Lieblingswaffen hochskillen könnt. Alter Cheater. Wie bist du da hochgekommen, Eike? Ich hab das Sprungpad Jumppad überladen. So wie die Alte das gesagt hat. Wie macht sie das? Wie machen wir das denn nochmal? Auf die Box schießen an der Seite. Eike, schaffst du's? Gut. Was gut, weil du nutzlos bist und die ganze Action nicht aufnimmst, während du da unten hängst wie ein Vollidiot. Hier, schluck das. Ach, danke. Jetzt bin ich wieder eingefroren. Und Level 9. Immerhin. Ich finde es gut, dass die Schrotflinten in diesem Spiel auch so sind, dass man auch aus der Entfernung was hat und man nicht den Gegner ins Ding quasi ja, tu nicht so, das muss. Ist eine Hyperion-Schrotflinte, die hat einen Stabilisator drin, alle anderen Schrotflinten sind scheiße. Ja, immerhin, also geht es schon in Richtung Battlefield-Schrotflint, mit dem man theoretisch auch Scharfschütze machen könnte? Nein? Okay. Nein. Süßer Lebensaft, der uns Gesicht schon spritzt. Schön ein bisschen Loot nebenbei. Man weiß ja nie, wann man es gerade nicht braucht, nicht wahr? Wann man es gerade braucht. Heißt es dann wieder, oh, ich habe keine Munition. Was haben wir da? Weiß. Ach nee, weiß ist jetzt nicht so toll. Wir wissen ja, wie ausgefallener die Farbe der Waffen, desto besser. Wie bist du denn jetzt da hochgekommen? Tja. Hast du einen Skill-Trick eingesetzt, oder was? Wow. Ja, ficken kann ich den ganzen Weg hochfahren. Ja, das ist auch mal das Tolle an dem Spiel. Alles voll? Okay, bist du wie Schrotflint hier. Bisschen mehr Sauerstoff, kann man immer gut gebrauchen. Kann man nicht gebrauchen. Sicher? Okay. Na gut, ich bin Roboter. Ja, das stimmt auch wieder. Hast du schon wieder gesagt. Ja. Wuhu. So, und dann springen wir den nächsten Pad wieder da hoch. So, dann warte ich hier Rand auf dich. Ja, so ein Sprungpad wäre in echt Leben auch nicht schlecht, obwohl
beamen wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Obwohl, da wäre man ja jedes Mal eine andere Person. Das kennt man ja. Ja, das alte Star Trek-Dilemma, nicht wahr, Eike? Oder wie es immer noch heißt. Oder das einzige bekannte Dilemma Richtung Star Wars heißt Discovery. Aktuell zumindest. Weil man muss ja immer erst abwarten. Kiste. Ja. Man muss ja schließlich immer erst abwarten, nicht wahr? Oh ja. Was haben wir denn da? Ich sehe grün. Mehr Genauigkeit. Das ist ein Sniper, die ist scheiße. Ja, Sniper, Schnieper. Aber ich nehme sie trotzdem mit und sie verschachern. Nimm das! Ia! Wie heißt das? Yogg-Sothoth ist eh viel cooler. So. Oder so. Es gibt übrigens eine Luftsalle. Genau. Ja, da muss man schnell so einen Spalt finden, wo er das ausspritzt. Glück hält das ja recht lange. Es gibt übrigens eine Referenz zu Lovecraft, beziehungsweise Yogg-Sothoth in einem von Stephen Kings Romanen. Da steht das an einer, wie heißt das, als Graffiti an einer Garagentür. Die Leute, die es wissen, wissen wahrscheinlich, welche Hilfe ich meine. Luft! Genau. Da stand dann Yogg-Sothoth Rules. Rules! Genau. Und schon springen unsere Augäpfel nicht mehr aus den Höhlen. Hey, wer elektrifiziert mich hier? Ah, da war ich doch extra mein Schild dabei, damit ich ja die Schüsse abwehre. Yeah! So, ich geh mal mein Auto holen, bis nachher. Was? Ungefähr. Ich geh mein Auto holen, tschüss. Du Arsch, kannst du einfach eigentlich abhauen ohne mich? Natürlich kann ich das. Na ja, dann ich brauch ein Auto. Ist doch vielleicht das geht. Oder teleportierst dich zu meinem Auto. Ja, oder teleportiere mich zu deinem Auto, das ist auch gut. Das ist einfacher, so. Das spart Benzin, obwohl, mit was fahren die Autos hier eigentlich? Du hast dich als würdig erwiesen und deine Initiation ist fast abgeschlossen. Ich schicke die Position eines anderen Eingangs auf dein Echo. In dieser Situation ziehe ich es vor, durch diese Tür dort einzutreten. Ich habe an der Steuerung rumgefummelt und da hat sich was drin verklemmt. Die Tür geht also gerade nicht, aber du kannst durch die Seitentür rein. Sag denen einfach das Passwort. Es lautet Arm. Ich warte hier. Ein edler, aber gefährlicher Roboter. Allein, geheimnisvoll, verzweifelt in seinem Wunsch nach Liebe. Weißt du, was mich hier gerade auffällt, Eike? Ich finde, das Spiel ist teilweise ein bisschen überladen hier mit nicht Effekten, sondern hier mit Infos auf dem Bildschirm, klar? Kannst du ausmachen, oder? Du hast hier die falsche Grafikeinstellung. Guck mal nach der Grafikeinstellung. Ich will das mal jetzt wissen. Ja. Aber dann hast du wieder 1277 oder so ein Schwachsinn drin. Nein, ja, ich habe das Lichtfeld auf 90. Ah, kein Wunder, dass es so klein ist. Warte, ich mache auf 110. Die Auflösung ist 1280x720. Na gut. Gehen wir mal die Quest abgeben für die Judäische Volksfront. Ja. Judäische Befreiungsarmee, genau. Nein, Befreiungsarmee von Judäa. Judäische Volksfront und Volksfront von der Judäa. So. Genau. Jetzt habe ich dich aus Bord performt. Und Munition nachkaufen. Das auch. Und Leben. Hä? Nein, du sollst. Ich wollte eigentlich die Kiste aufmachen. Ich war ganz weit weg von dem Teil hier. Egal. Und den Skillpunkt verteilen. Hast du immer noch nicht gemacht? Nee. Was haben wir denn da? Elektrik, elektrischer. Wir haben da draußen den Karma-Jackpot geknackt. Entschuldigung, die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Wir haben noch Siehst zu wenig du? Mitglieder, darum hat Gabby ein paar Plakate designt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Ui, da habe ich sogar eine. Ah. So, komm, jetzt mach mal schneller. Ja. Diesmal klebe ich dir am Hintern. Beziehungsweise deine Metallseite. Kleb mal, hol mal lieber ein eigenes Auto. Ein eigenes Auto? Okay. Ja. Wir müssen mich jetzt diese komische Kack-Quest machen, die wir letztes Mal dreimal verkackt haben wegen dir, weil du mal. Fuck, von der Scheiße! Wo soll ich denn hin? Hin.
Wir haben das privat gespielt und wegen Dejan haben wir die Quest dreimal verschissen, weil er den Weg nicht gefunden hat. Ach, wie ist was? War oder weil ihm sein Auto einmal gesprengt wurde. Du sollst dich eigentlich an den... auf den Fahrersitz setzen. Das würde mir bei den anderen ganz doll Pluspunkte einbringen. Oh, abgeschlossen und... Ich Dummchen, ich hab den Schlüssel hier. Aber wir haben keine Zeit. Steigt durch das Oberlicht ein. Essen kommt mit zu dir rein, oder? Geht das? Nein, ich hab total die Zeit vergessen. Jeden Moment fängt ein Volksfront-Vorstandsmeeting an und ich kriege riesen Ärger, wenn ich nicht über irgendwelche Aktionen berichten kann. Schnell, ich markiere auf deinem Echo, wo die Plakate hin sollen. Okay, los geht's. Diese Weltverbesserungstruppe ist irgendwie ein bisschen, nicht hinter mir herfahren. Ja, ich weiß, ich muss Sachen, warte, ich muss die Dinge einsetzen. Mach das. Steuern ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ach, das ist da oben. Wenn du es nicht findest, fahr einfach weiter. Ja. Ja. Wenn du zu dumm bist, auf gut Deutsch. Ja, ich weiß. Sieht gut aus, danke. Beeilung, es gibt noch mehr Orte, an denen wir das Feuer der Revolution entzünden wollen. Los! Ja, natürlich. So. Die Konzerne sind so außer Kontrolle. Man sollte ihnen eine Lektion erteilen. Meine Ex, Gabby, ich habe sie schon erwähnt, hat etliches Mal geschrieben und sich über fehlende Läden für vegane Kost beklagt. Aber sie hat den Brief zerrissen, bevor sie ihn abschickte. Die Nerven. Hab ich kein Problem. Wieder in die Villa ihrer Eltern auf Themis. Ich glaube, einige sind einfach nicht fürs blutige Politikgeschäft gemacht. Habe ich keinen Pull. Oh, ja. Das klingt brutal. Ja, es ist SJW-Anspielung. Nein, ich meine, habe ich keinen Poster mit dabei? Ich drücke hier, ich stehe davor und drücke E, aber es passiert nichts. Du musst bestimmte Poster kaputt machen und bestimmte Poster, kleben. Das heißt, du musst mit einer Feuerwaffe kaputt machen. Genau. Zum Glück hingen die nicht im Luft. Mann, ist das schon blöd. Das sieht toll aus. Eines noch. Aber beeil dich. Komm, eins noch. Hat schon Gebäck aufgetragen. Man geht schon. Vor Mittag auf. Nicht das optimale Verhalten, wenn man Revolution machen will. Bis die ihren ersten Kaffee Latte trank, hatte ich schon mehrere politische Artikel gelesen und kommentiert. Ja, was für eine wichtige Arbeit. Ja. Stimmt, hat sie auch einen Blog auf Tumblr. Ihr wisst schon, diese Seite, wo man früher sein Hentai-Bildchen geteilt hat, bevor sie es vielleicht rausgenommen haben, aus Angst. Genau. Nicht mehr bei, genau. Apple nicht mehr als Apple drin zu haben in ihren Shop. Lässt mich durch, Leute, ich habe einen Auftrag. Super. Gabby sagte, wir sollten die Plakate in der Stadtmitte aufhängen, damit die Leute sie sehen. Das war das zweite Plakat der Volksbefreiungsarmee. Das Neudrucken wird sie ordentlich auf Trab halten. Muss ich ein bisschen knapp machen, da oben jetzt das Poster kaputt. Ja. Ich werde hier gerade ein bisschen beschossen, das ist gerade ein bisschen doof. Ausgezeichnet! Die Volksbefreiungsarmee wird hier so schnell keine neuen Plakate aufhängen. Hoffe ich. Geh zum schwarzen Brett, dann zahle ich dich. Ist doch geil.